Wir befinden uns heute hier auf der Baustelle des neuen Lariat Hotels in Basel, Basel Messe. Das ist eine Renovation und ein Rebranding eines bestehenden Hotelobjekts. Und wir sind glücklich, dass wir dieses Projekt begleiten können für den Investor und sind gerade in der Endphase. Und in den Hintergrundgeräuschen wird man es vielleicht hören, einiges an Aktivität im Moment. Beim Bau tauchte wieder mal irgendwas auf, was entschieden werden musste, was aber ins Design geht. Und dadurch haben wir festgestellt, dass sich das häufte. Wir kommen hier alleine mit unserem MHP-Team nicht mehr weiter. Wir brauchen da jemanden, der das Know-how hat im Bereich der Hospitality, der uns da relativ kurzfristig unterstützt. Also die Innenarchitektur, die haben wir ja in erster Linie mal zugestellt bekommen, haben aber gewisse Faktoren gehabt, die wir dann einhalten konnten, wie Budget, wie Zeitbereich. Aus dem Grund sind wir sehr spontan eigentlich dazu gekommen, alle Leute am Platz anzuholen. Das heisst, seit der Betreiber ist da gewesen, seit der Baulink ist da gewesen, seit den Invita, wie auch mein Bereich, den ich dann übergib von Lineo R54, wo wir alles zusammen drin haben, inklusive der Innenarchitektur, am Tisch. Der Tisch war es damals, hat können machen, Muster anlegen, Probe sitzen, Muster anschauen, anlangen. Und ich glaube, das ist der effizienteste Weg und auch der richtige Weg, dass man da vorwärts kommt. Wir haben die Vorteile hier nutzen können, R54 in das Projekt einzubinden, um Handelsprodukte auf kurzfristiger Weise zur Verfügung zu kriegen, auswählen zu können und in dem Fall auch den Innenarchitekturprozess unterstützen zu können. Und das war eine Disziplin, die wir auch noch mit in das Team hineingenommen haben, um den Terminplan einhalten zu können. Das neue Lobbykonzept haben wir so gestaltet, auch wieder in Zusammenarbeit mit Marriott. Es muss den brandspezifischen Anforderungen entsprechen. Das heißt, im Bereich Marriott Key Brand ist es so, wir haben einmal die Rezeption auf der einen Seite und Lobby in die Rezeptionsbereich, Lobbybereich integriert, so als Treffpunkt, Zusammenführung der Gäste. Und noch dazu für Marriott Bonvoy Member, dieses Partnerprogramm von Marriott, mussten wir dann diese M-Club Lounge, sagen wir, schaffen. Das heißt auch in der Nähe der Lobby, in der Nähe der Bar, in der Nähe der Rezeption einen großen Begegnungsraum, wobei einer abgetrennt ist für die Bonvoy Member. Und somit haben wir dann Zonierungen geschaffen mit Bücherregalen, mit Tischen, mit Communal Tables, wo man sich begegnet, trotzdem durch das Bücherregal räumlich getrennt oder beispielsweise die abgehängte Decke, so als Zonierung über der Bar hergenommen, dass es eindeutig als Barbereich definiert ist. Und denke, das ist uns auch gelungen.